Jojojo Leute, was geht ab und herzlich willkommen auf meinem Kanal bei G-Sword zu einem weiteren GTA 5 Online Video. Und zwar werde ich euch hier in diesem Video zeigen, wie ihr eure Issis für knapp 3,3 Millionen GTA Dollar verkaufen könnt. Wirklich für 3,3 Millionen GTA Dollar eure Issis verkaufen könnt. Dies zählt allerdings auch mit zu den Verkaufslimits, die ich euch auch schon mal gesagt habe. Das solltet ihr dabei auch beachten. Also alle 61 Minuten ein Fahrzeug, und habt ihr das Ganze 8-mal gemacht, jeweils in Abständen von 61 Minuten, müsst ihr dann ab dem Zeitpunkt, wo ihr angefangen habt, so wie ich jetzt bei einer Uhrzeit von 23 Uhr ungefähr, ab diesem Zeitpunkt 30 Stunden dann warten. Das heißt, ihr könnt dann 30 Stunden später erst mit dem nächsten Issi dasselbe machen, mit diesem Glitch hier. So, als allererstes solltet ihr unter euren Einstellungen, unter Steuerung hier euren Zielmodus auf freies Zielen setzen. Und dann geht ihr auf Online, geht ihr online spielen, geht in eine geschlossene Freundessitzung. Dafür solltet ihr auf jeden Fall, für diesen Glitch machen zu können, die Arena besitzen. In der Arena einen voll aufgetunten Cerberus, diesen Arena Cerberus Truck, der mit dem Arena Update mit dazu kam in GTA Online. Und ihr müsst außerdem auch noch einen RC Bandito bei euch in der Arena haben. Ob der gemoddet ist oder nicht, spielt gar keine Rolle. Sobald ihr in der Sitzung seid, begebt ihr euch zu eurer Arena. Solltet ihr allerdings hier in der Arena den Schlafplatz besitzen, dann solltet ihr hier euren Spawnpunkt auf zufällig stellen. Wenn ihr hier in der Arena, wie schon gesagt, den Schlafplatz drin habt, dann solltet ihr euren Spawnpunkt auf zufällig stellen. Solltet ihr hier keinen Schlafplatz drin haben, dann genügt es, dass ihr hier euren Spawnpunkt auf letzter Ort stellt. Aber in meinem Fall, weil ich den Schlafplatz schon drin habe, muss ich den Spawnpunkt auch auf zufällig stellen. So, stell das hier mal kurz ein, hier mit Outfit Code wechseln, dass die orange Ladeschnecke kommt. Ihr lauft wieder in die Arena rein. Auf die Werkstattebene. Wie schon gesagt, ihr braucht für diesen Glitch hier einen RC Bandito. Ob der gemoddet ist oder nicht, spielt gar keine Rolle. Das ist völlig egal. Hier den voll aufgetunten Cerberus, den solltet ihr auch hier in eurer Arena-Werkstatt besitzen. Das teuerste drauf kaufen an Tunings und Optionen, was ihr drauf kaufen könnt. Und bei dem einen, wo ihr EMP, TR und sowas auswählen könnt, da ist wirklich das teuerste die EMP. Das solltet ihr haben. Und hier so viele Issis, wie ihr darüber verkaufen möchtet, wo ihr für jeden Issi dann die knapp 3,3 Millionen bekommt. Ich habe mir jetzt auch zwei reingestellt. Diese werde ich dann nachher verkaufen für knapp 3,3 Millionen. So, als erstes begebt ihr euch hier an den RC Bandito, sodass dass das Menü oben links ist, dass wir, komm schon, dass oben links das Menü kommt, wo wir dann ein Steuerkreuz zu drücken, um unseren RC Bandito zu modifizieren. Jetzt drückt ihr vorher einmal die PS-Taste, geht hier rüber auf Einstellungen,
geht hier runter auf Netzwerk, geht hier mit dem Cursor auf mit dem Internet verbinden, um hier den Haken schnellstmöglich rauszumachen, um das Internet gleich schnellstmöglich trennen zu können. Jetzt drückt ihr einmal doppelt auf die PlayStation-Taste, jetzt seid ihr wieder hier in GTA. Jetzt drückt ihr einmal Steuerkreuz nach rechts. Jetzt wartet ihr ein bisschen, so 1, 2, 3. Jetzt drückt ihr schnell doppelt auf die PlayStation-Taste, macht das Internet raus, drückt wieder doppelt auf die PlayStation-Taste. Wir warten jetzt auf die Fehlermeldung, nehmen die Fehlermeldung an und drücken nun wieder doppelt auf die PlayStation-Taste, machen wieder das Internet rein, drücken wieder doppelt auf die PlayStation-Taste, warten, dass wir in der Story spawnen und gehen dann sofort wieder zurück in eine Sitzung, in eine geschlossene Freundessitzung. Gerade hier noch warten, bis wir spawnen. Drücken Options, gehen auf Online, geht ja online spielen, geschlossene Freundessitzung. So, wenn ihr hier jetzt wieder in der Online-Sitzung angekommen seid, ihr werdet sehen, ihr seid ganz woanders gespawnt. Ihr dürft hier nicht in der Arena spawnen, wie schon gesagt. Ihr bewegt euch, entweder fahrt oder fliegt ihr dahin, oder ihr macht das auch wie ich per Jobteleport. Ihr geht hier mit dem Fahrtenkreuz auf den blauen Jobmarker, drückt da einmal Viereck, bestätigt das einmal mit X, um in den Job zu gehen. Jetzt drückt ihr einmal doppelt auf die PlayStation-Taste oder einmal auf die PlayStation-Taste, geht hier in die Communities, sucht euch einen Spieler im anderen Zielmodus raus. Geht hier meine Community zum Beispiel, die heißt G-Swat. Könnt ihr auch gerne beitreten. Oder wenn ihr wollt, auch eine Telegram-Gruppe. Ich habe auch eine Telegram-Gruppe. Da sind auch jede Menge andere Spieler schon drin. Die können euch auch bei etlichen Fragen oder jeglichen sonstigen Problemen euch auch behilflich sein. Würden uns sehr freuen, wenn ihr auch beitreten würdet. Wie schon gesagt, sucht euch hier einen anderen Spieler im anderen Zielmodus raus, tretet hier einmal dem Spieler bei, der Sitzung beitreten. Okay, jetzt kommt hier keine schwarze Meldung, suchen wir uns einen anderen Spieler. Ich nehme hier den W121274, das ist zum Beitreten. Nachdem ihr diese Meldung habt, drückt ihr jetzt wieder doppelt auf die PlayStation-Taste und tretet dem einen selben Spieler noch einmal bei. Okay, die Meldung hat sich nicht geändert. Die zweite Meldung, die ist immer noch gleich geblieben. Das heißt, diese Meldung hier lehnen wir mit Kreis ab, diese auch. Drücken jetzt wieder doppelt auf die PlayStation-Taste und suchen uns einen anderen Spieler. Nehmen wir diesen hier mal, vielleicht klappt es ja da. So, nachdem ihr diese Meldung habt, drückt ihr jetzt wieder doppelt auf die PlayStation-Taste und tretet dem einen selben Spieler wieder bei. Die Meldung hat sich wieder nicht geändert. Suchen wir uns den nächsten. Probieren wir es mal beim Nachtwolf Baby. Kommt auch nichts. Nochmal schnell aktualisieren. Vielleicht haben die gerade die Sitzung gewechselt, wer weiß. Ich nehme hier mal den Marlon jetzt. Hoffen, dass er im anderen Zielmodus ist. Nachdem ihr diese Meldung habt, wieder Doppel-Playstation-Taste, dem einen selben Spieler nochmal beitreten. Okay, ihr seht das, die Meldung hat sich geändert auf Möchtest du deinen Zielmodus ändern? Wenn ihr das auch so habt, lehnt ihr diese Meldung wieder mit Kreis ab. Und wie ihr seht, ich spawne mitten hier in dem Jobmarker und bin auch an der Arena. Jetzt laufen wir in die Arena rein, auf die, in die Werkstattebene.
seid ihr dann nun auch auf der Werkstattebene? Lauft ihr zu eurem, läuft ihr hier zu dem Sibiris Truck hin, steigt da mit Dreieck ein. Drückt da einmal Steuerkreuz nach rechts. Tut hier einmal kurz was ändern. Ich ändere jetzt hier mal was dran. Ich habe es zuvor auch noch nicht getestet. Jetzt geht ihr hier auf Verkaufen. Aber keine Angst, ihr werdet hier das Fahrzeug nicht verlieren. Einfach hier verkaufen. Nachdem wir das jetzt bestätigt haben, werden wir einen endlos langen Ladebildschirm bekommen. Ich mache das jetzt. Wenn ihr das auch so habt, dass ihr wirklich auf dem Parkplatz das Werkstattmenü habt, dann ist auch alles soweit bei euch auch in Ordnung und korrekt. So, ihr seht, das war jetzt ein endlos langen Ladebildschirm. Jetzt drückt ihr einmal doppelt auf die PlayStation-Taste, tretet wieder dem einen selben Spieler bei. Wir wissen ja jetzt, dass er im anderen Zielmodus ist, also werden wir hier diese erste schwarze Meldung mit X annehmen und die zweite Meldung mit Kreis ablehnen. Ihr seht das. Ich kann mich hier jetzt wieder bewegen, steige hier mit Dreieck aus, laufe jetzt rüber zu einem Issy. Und noch kurze Anmerkung, falls ihr mit dem Truck doch da in die Werkstatt reingezogen werdet, müsst ihr den Glitch komplett von vorne wiederholen. So, aber habt ihr das bis hierhin geschafft, steigt ihr hier jetzt mit Dreieck ein, drückt hier Steuerkreuz nach rechts. Wir werden in die Garage reingezogen, in die Werkstatt. Ihr macht hier jetzt gar nichts, ihr drückt jetzt einfach nur noch Kreis und auf Werkstatt verlassen. Wie ihr seht hier, 3,26 Millionen habe ich jetzt für den Issy bekommen und der Sibiris Truck, der ist immer noch da, wie ihr seht. Und hier hinten der Issy, den habe ich jetzt gerade für 3,2 Millionen verkauft. Zeige euch das. Na, gerade hier Finanzen, Dienste. Wohl, da wird es mir eh nicht angezeigt. Mir wird das eher hier drin angezeigt. Gerade schnell zeigen. Ich glaube, das steht hier auch drin. Nein, aber ihr habt das gesehen. So, um das Ganze jetzt wieder zu wiederholen, müsst ihr ja eigentlich 61 Minuten warten, um den nächsten Issy zu verkaufen. Aber da ich hier noch großartig noch keine Fahrzeuge verkauft habe und noch niemals ein Verkaufslimit angezeigt bekommen habe, kann ich hier jetzt weitermachen. Falls das bei euch auch so ist, könnt ihr da auch direkt weitermachen. Nicht großartig viele Issys verkauft, könnt ihr euch jetzt hier wieder dran stellen. Drückt jetzt einmal wieder die PS-Taste, geht jetzt wieder auf Einstellungen, wieder auf Netzwerk. Dann geht ihr wieder hier mit dem Cursor auf mit dem Internet verbinden. Drückt hier wieder doppelt auf die PlayStation-Taste, seid ihr wieder hier in GTA, drückt einmal Steuerkreuz nach rechts. Ihr werdet im Hintergrund auch den Mechaniker etwas labern hören. 1, 2, 3. Jetzt drückt ihr wieder doppelt auf die PlayStation-Taste, nehmt das Internet wieder raus, drückt wieder doppelt auf die PlayStation-Taste. Wir warten auf die Fehlermeldung. Diese nehmen wir wieder mit X an. Jetzt könnt ihr wieder doppelt auf die PlayStation-Taste drücken, wieder das Internet reinmachen. Drückt ihr wieder doppelt auf die PlayStation-Taste, seid ihr wieder in GTA und wir hören uns wieder, sobald ich wieder in der Online-Sitzung an der Arena bin. So, ihr seht das, ich bin wieder an der Arena angekommen, werde jetzt den nächsten Issy wieder für 3,2 Millionen verkaufen.
So, jetzt lauft ihr hier wieder an den Sybaris dran, steigt ein, drückt jetzt wieder Steuerkreuz rechts. Ihr solltet immer noch hier oder auch wieder das Werkstattmenü hier auf dem Stellplatz bekommen. Falls ihr wieder reingezogen werdet, müsst ihr den Glitch komplett wieder von vorne wiederholen. So, geht ihr hier jetzt wieder hin. Irgendeine Kleinigkeit tue ich hier wieder. Nee, ich mache das jetzt mal nicht. Gehe ich jetzt einfach drauf auf Verkaufen. Einfach verkaufen. Ich werde wieder einen endlos langen Ladebildschirm bekommen. Ihr seht das. Jetzt drückt ihr wieder doppelt auf die PlayStation-Taste, tretet dem einen selben Spieler wieder bei. Wir wissen, dass er im anderen Zielmodus ist, also können wir hier bei der ersten schwarzen Meldung diese mit X annehmen und die zweite mit Kreis ablehnen. Ihr seht, dass der Sybaris steht wieder da, er ist wieder nicht verschwunden. Jetzt steigen wir in den nächsten Issy ein. Hier habe ich ihn gestellt. Steigt da wieder ein. Drückt jetzt wieder Steuerkreuz nach rechts, um in die Werkstatt zu fahren. Macht hier nichts, drückt hier wieder Kreis und einmal auf Werkstatt verlassen mit X. Wie ihr seht, habe ich jetzt nochmal 3,265 Millionen für den nächsten Issy bekommen. Und so könnt ihr das immer nach und nach nacheinander durchführen, den Glitch. Wie gesagt, beachtet hierbei die Verkaufslimits. Normalerweise alle 61 Minuten macht ihr einen Durchlauf. Genauso wie als ob ihr mit dem Issy zum LSC fahren würdet und den da verkaufen würdet, so nach und nach. Würdet ihr hier die Verkaufslimits nicht beachten, werdet ihr vom Anti-Cheat-System erkannt und dann werdet ihr ein paar Level hochgestuft. Im schlimmsten Fall könnt ihr dann nur noch maximal ein Auto alle 30 Stunden verkaufen. Und das wollt ihr alle nicht, also beachtet hierbei bitte die Verkaufslimits. Alle 61 Minuten ein Auto. Habt ihr dann das achte Auto verkauft, wartet ihr 30 Stunden angefangen von dem Zeitpunkt, wo ihr den ersten verkauft habt. Und dann verkauft ihr als nächstes dann nur noch 7 Issys, danach noch 6, danach noch 5. Und dann das Ganze wieder von vorne, 7, 6, 5, alle 30 Stunden. Ab dem Zeitpunkt natürlich gerechnet, wo ihr den ersten wieder verkauft habt. Und ja, das wäre es auch schon am Ende wieder dieses Videos. Hoffe, euch hat es gefallen. Dann gebt dem Video auf jeden Fall ein Like. Lasst dem Video ein Like da. Gebt dem Video einen Daumen nach oben da. Ihr werdet mich wirklich sehr dabei auch mit unterstützen. Wenn ihr da auf jeden Fall ein Like abgibt. Wenn es euch natürlich gefallen hat. Und seid ihr hier neu auf dem Kanal, hinterlasst mir bitte ein Abo. Aktiviert die Glocke, so verpasst ihr hier in Zukunft auch nichts mehr. Wie gesagt, selbst ein Abo wird mich hier auch schon echt unterstützen und vor allem auch Watchtime. Mir fehlen ca. 2500 Stunden Watchtime noch, dann könnt ihr hier auch bei mir Kanalmitglied werden, wenn ihr wollt, wenn ihr dann Bock drauf habt, beziehungsweise da werden sich hier meine Möglichkeiten noch etwas erweitern, hier auf YouTube auch. Das würde ich echt nice finden. Dazu brauche ich natürlich eure Unterstützung, um die fehlenden 2500 Stunden Watchtime noch voll zu bekommen. Das wäre echt nice und wenn ihr mich da wirklich mit unterstützen würdet. Wie gesagt, ich wünsche euch noch einen schönen restlichen Abend, ein schönes restliches Wochenende. Eher ein schönes restliches Wochenende. Ich weiß nicht, wann das Video jetzt auf dem Kanal dann erscheinen wird. Hier haben wir jetzt, ja, kurz vor Mitternacht auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wann es erscheinen wird auf dem Kanal oder wann ihr es sehen werdet. So rum.
Bleibt auf jeden Fall gesund. Wir hören uns spätestens beim nächsten Video. Haut rein, bleibt gesund und bis dann alle miteinander. We'll be right back.